Wir sind heute wieder unterwegs auf ein Übernachtungsturnier nach Kreuth. Und zwar haben wir die Hunde dabei und die Mama, meine Schwester und hier unseren TT, die Emma. Und hinten sind die Ponys auch drin. Hinten. Und es regnet heute auch leider sehr. So, wir haben jetzt nur noch 1,5 Stunden vor uns und Leni ist hier. Cool, jetzt mach doch. Die will gerade nichts sagen. Pen auf nein, nein. Und Emma macht's richtig. Please, genau. Du mach dein Video jetzt. Ich leg auf Chico. Da sieht man mal, wie okay, handysüchtig Leni ist. Also hier sieht man Leni, die will unbedingt ihr Handy wieder haben. Sie hat so ein iPhone XR. Und es bekommt sie jetzt nicht wieder, weil sie euch nicht sagen will, wie lange wir noch Fahrt vor uns haben. Und Leni ist natürlich angeschnallt. Ja, und Emma auch. Und ich auch. Und ihr Hund. So, sie hat ihr Handy wieder. Mach jetzt sie an. Mach jetzt. Wie lange fahren wir noch? 1,5 Stunden. Genau. Boah, hier steht aber das Wasser auf der Straße. Und es regnet mega aus. Penner. Jetzt gibt es noch Essen für die Ponys, denn sie müssen noch 1,5 Stunden auf dem Anhänger stehen und jetzt bekommen sie sozusagen ihr Mittagessen. Genau. Sisi. Jetzt ist gerade 11 Uhr, nee 12 Uhr oder? Ja, ja. Komm. Mosi. Wir sind schon lange angekommen, seit einer Stunde ungefähr. Und ich gehe jetzt einmal eben ins Stallzelt. Oh, jetzt ist hier gerade voll dunkel. Ja, hier bin ich falsch. Hä? Hä? Das check ich jetzt gerade nicht. Oh, ups. Ah, oh, süß. Hey. So, jetzt bin ich gleich da. Da ruft auch schon meine Schwester. Also so sieht es hier so ungefähr aus. Also hier sitzt die Sissi. Die haben hier so eine Box und Späne. Nicht deinen ganzen Kopf durchstecken, Mausi. Nicht den ganzen Kopf dadurch. Also hier ist erstmal Sissis Box. Das ist hier so eine Holzbox, also kein so ganz normale Stallzelte, sondern so ganz andere. Und dann geht es hier halt hinten noch weiter und dann ist hier meine Schwester und hier halt noch ganz viele Boxen. Und dann geht es einmal hier lang. Und dann ist hier noch ein Abteil. Und hier ist noch ein Abteil. Und dann geht's hier raus. Und hier ist noch ein Abteil. Also ganz cool alles hier. Und hier die Stallzelte sind in so einer Halle drin. Also das war, glaube ich, mal eine Reithalle. Aber das ist jetzt halt hier so Stallzelt sozusagen. Das ist richtig cool auf jeden Fall. Ja, Mausi? Maus? Hier ist auch unser TT, die Emma und meine Schwester. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir hingehen. Aber mal gucken. Mama füllt jetzt auch gerade hier. So, oh Gott. Sie ist das Wasser wieder auf, weil das war leer. Das ist ja lustig hier. Alles voller Wasser. Einmal hier. Geht's? Klasse.
Ach, du hast kleine Schuhe. Ja. Weiß ich nicht. Späne? Wie? Die gehen so schnell auf. Das ist mehr, ne? Das ist nur Wassermaus. Ach, du siehst sie. Die ist jetzt auch schon gewälzt, wo wir angekommen sind. Aber irgendwie ist jetzt die Späne schon wieder ab. Irgendwie ist sie jetzt sauber, gell? So, wir sind jetzt hier im Zimmer angekommen, in unserem Hotelzimmer. Hier ist erstmal die Tür und dann ist hier so ein ganz großer Schrank. Da hat die Emma auch gerade Schuhe reingestellt. Und dann haben wir hier das Bad, da ist auch gerade meine Mama drin. Hi! Hi. Da ist sie. Da ist halt das Waschbecken und so. Und da ist noch so ein Föhn. Und dann haben wir hier so eine Dusche, eine richtig coole. Dann haben wir hier noch so ein kleiner Spiegel, richtig lustig. Und dann haben wir hier so etwas und das Klo. Dann kann man hier also zumachen und so. Und dann haben wir hier noch Handtücher. Und dann haben wir hier ein... Dann haben wir hier ein Fernseher. Dann ist hier meine Bauchtasche und dann haben wir hier noch so Gläser und noch ganz normal so ein Telefon und so. Und ja, dann haben wir hier so eine Sitzbank, eine Lampe, so ein Tisch und hier ganz viele Sachen. Da stehen auch schon unsere Sachen. Hier ist so ein Fenster mit Ausblick. Und dann ist hier das Bett. Wir haben so 1, 2, 3 Betten. Da schlafe ich. Hier Emma und Heidi. Und da meine Schwester. Meine Mama. Meine. Und die Hunde sind hier auf dem Boden. Nee, ich mache Wache vor der Tür. Und hier ist nichts drin, aber hier ist noch so ein Kühlschrank. Aber da benutzen wir nichts, also das stand schon drin. Also, ja. Genau, und jetzt werden wir mal hier uns ein bisschen ausruhen und dann später noch mal ins Stall fahren. Also ins Stallzelt gehen. So, ich habe jetzt hier zwar gerade keine Schuhe an, ich ziehe die gleich im Auto an. Wir haben uns angezogen für den Stall, weil wir werden jetzt ins Stallzelt fahren, weil das Hotel ist nur eine Minute weg vom Stallzelt sozusagen. Und wir laufen gerade Treppen, obwohl es einen Aufzug gibt, aber okay. Da vorne ist Mama, meine Schwester und Emma. Und jetzt gehen wir mal zum Stall. Also hier gibt es auch so ein Dampfbad oder so, wie das heißt. I don't know. Hier sind wir. Hier ist so eine Rezeption, glaube ich. Wenn man das so nennen kann. Und hier sieht es einfach richtig schön aus. Oh, da ist jemand. Ups. Bisschen peinlich hier. Nur mit Socken. Okay, jetzt muss ich so laufen. Jetzt muss ich so laufen, weil ich in die Schuhe nicht reinkomme. Richtig. Weil die so eng sind. Hilfe. Ich ziehe die gleich richtig an im Auto. Da hinten steht nämlich unseres. Da bellt gerade ein Hund. Hier auf dem Turnier in Kreuth ist auch, sind ganz, ganz viele Westernpferde und so. Und weil hier ist so internationales Western. Turnier sozusagen und halt Dressur. Komm, hopp, komm. Und da wird gerade ein Westernpferd abgespritzt und da sind die Stallungen von den Westernpferden. Und es war einfach richtig interessant, das mal anzuschauen, weil wir waren gerade vorhin etwas essen und da war so ein Fernseher, wo die Pferde abgebildet worden sind, weil da war gerade vorhin so eine Prüfung. Und es war richtig krass, wie die da im Mittelgalopp galoppiert sind, dann eine Vollbremsung gemacht haben. Es war richtig krass. Da ist auch gerade eins gewesen. Und jetzt laufen wir gerade mal vor zum Abreitplatz, weil da vorne ist jetzt auch eine normale L-Dressur läuft da einfach. Und da werden wir uns jetzt mal das anschauen. Und später werden wir auch noch reiten. Dazu werden wir euch auch noch mitnehmen. Und ich wollte euch auch noch was zeigen. Schaut mal, was für richtig geile Anhänger da einfach sind. Und dieser wunderschöne LKW, der ist richtig krass.
Und das ist auch so ein LKW für die, wie nennt man's? Für die Westernpferde und da hinten auch nochmal. Das sieht jetzt gerade gar nicht so riesig aus, aber der ist richtig riesig. Hier, das ist einfach richtig krass. Der ist noch größer, glaube ich, als der andere. Und das ist einfach richtig cool und die kommen aus Italien. Und das finde ich richtig krass, dass die von Italien und von allen Ländern einfach hier herkommen, um das an dem Western-Turnier teilzunehmen. Ich habe jetzt einfach gerade unseren anderen Hund genommen, da der andere immer anhält, weil er an jedem schnüffeln muss. Und hier ist der Abreiteplatz, weil da reiten gerade welche ab für die Eldressur. Und hier war der Abreiteplatz für Spring. Und Schnuffi, warte, er geht gerade richtig ab. Hopp. Langsam. Ja, der sieht, glaube ich, gerade irgendwas. Aber ich weiß auch nicht. Stopp jetzt mal. Und ja, jetzt gucken wir auf jeden Fall mal dazu. So, wir haben jetzt uns die Prüfung angeschaut. Und jetzt gehen wir vor. Erstmal ins Auto und holen die ganzen Sachen, also Schabracke, Gamaschen und alles Mögliche. Und dann werden wir richten und dann werden wir auch auf den Platz reiten, wo wir morgen reiten. Denn Sissi hatte ja auf den letzten Turnieren, auch in Überlingen, hat sie mal ein bisschen glotzt und so. Und deswegen mag ich das lieber, wenn man auf den Platz reitet, wo man dann auch einen Tag später dann da drauf reitet. So, die Sissi habe ich jetzt gerade geputzt und Gamaschen sind jetzt auch schon dran mit den Hufblocken. Und ich habe jetzt auch schon meine Stiefel und meine Schuhe angezogen. Und die Sissi ist heute einfach richtig gechillt. So gechillt war die auf Übernachtungsturnieren noch nie, weil die steht echt da und schläft. Und ich mache jetzt noch ihren Schweif auf, weil das ist immer noch eingeflochten. Und den werde ich jetzt mal aufmachen. Und ja, dann werde ich sie jetzt gleich satteln und trensen. Was essen gehen. Wir waren ja gerade vorhin noch im Stallzelt und wir sind ja geritten und jetzt werden wir hier im Hotel was essen gehen und ich habe uns extra keine Socken angezogen, weil wir sind
ja hier im Haus und das ist mir ganz egal. Wir haben jetzt gerade gegessen. Leider habe ich euch unser Essen vergessen zu zeigen. Ich habe einmal einen Salat gegessen und Pommes mit Kartoffelsalat. Da habe ich auch noch was. Meine Mama hat auch einen Salat gegessen und was noch? Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Und die Emma, was hast du gegessen? Dasselbe wie du. Dasselbe wie ich und meine Schwester hat auch dasselbe gegessen. Wir waren ja jetzt gerade essen und wir haben uns jetzt gerade schon eigentlich ja wieder umgezogen und jetzt werden wir noch einmal kurz zum Stallzelt fahren und nochmal den Ponys gute Nacht und so sagen und ja. Ich mal wieder sockig. Brrr, Schnuffi. Die sind rutschig, die Treppen langsam. Ich weiß gar nicht, wo Emma und Heidi sind. Auf jeden Fall laufen wir gerade zum Auto. Es regnet doch draußen. Komm. Und wir sind sockig. Die Emma, die sitzt hier am Tisch. So, ich glaube, ich höre unser Auto. Und ich glaube, die Mama kommt. Ja. Ja. Komm, Juri. Ja. Guck, jetzt seht ihr auch, wie es regnet. Ja. Ja. Oh, ekelhaft. Ja. Emma, du musst doch Schnuffi nehmen. Nein, komm mal jetzt. Hopp, Schnuffi, spring. Schnuffi, ich bin ganz nass. Leute, ihr könnt jetzt eigentlich, glaube ich, nichts erkennen. Aber wir sind angekommen. Und hallo Maus! Na? Ihr könnt jetzt nichts erkennen. Hallo mein Engel! Na? Isst du noch dein Heu, was du hast? Geil, Mausibär? Ich muss gleich nochmal gucken, ob die Sissi noch was zu trinken hat. Aber ich sehe es nicht, Mama. Oder Emma, zünde mal kurz ans Wasser. Hallo Maus. Ja. Ein bisschen, aber ich glaube, die braucht noch. Also wir geben jetzt hier gerade noch ein bisschen Heu, wie ihr sehen könnt. Gesundheit, Schnuffi. Ich glaube schon. Jetzt gibt es noch Heu eben. Eine Maus hier. Also, ja. Ihr seht die Süße, glaube ich, nicht so richtig, aber ich sehe sie gut. Hier ist die Emma und da ist meine Schwester. Hier ist Schnuffi. Wir laufen gerade durchs Stallzelt einfach so ein bisschen. Und hier, Emma, zünde mal kurz auf meine Socken. Oh Gott. Ekelhaft. Also, wir sind jetzt am Hotel angekommen. Und ihr hört im Hintergrund die Füße stampfen. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt halt am Hotel wieder angekommen. Und wir werden jetzt noch ein bisschen das Hotel erkundigen, denn es gibt ja auch im Hotel so ein Dampfbad oder keine Ahnung. Und ja, wir wollen einfach das Hotel noch ein bisschen erkundigen, da wir morgen um 10 Uhr schon wieder rausgehen sozusagen. Weil um 10 Uhr bei jedem Hotel das einfach immer so ist, dass man ab 10 Uhr immer das Hotel verlassen muss. Und deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen das Hotel erkundigen. Und jetzt sind wir auch schon am Eingang. Da oben ist irgendwo unser Zimmer. Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Bis 22 Uhr hat es geöffnet, aber es wird drauf gesetzt. Ah. Ekel. Ich habe meine Schuhe an. Ja, deine Schuhe. Tolle Schuhe hast du da. Von welcher Marke sind die? Echt? Ja, beautiful. Mein Doppel. Ja. Hier, oder? Hier, oder? Hier, oder? So, hier. Bibi! Oh Gott, hier sieht's aus. Ich bin
jetzt einmal ins Bad gegangen. Ich habe mir nämlich gerade auf meinem Handy noch die Aufgabe durchgelesen, die ich morgen reiten werde. Denn ich bin immer so eine... Eigentlich bin ich ja nicht so eine, aber manchmal schon, wo die Aufgaben halt nicht weiß. Also die Aufgaben halt immer schnell vergessen tut sozusagen. Und es ist halt sehr schlecht, wenn man das vergisst. Und deswegen habe ich die mir gerade eben nochmal durchgelesen. Und jetzt bin ich hier im Bad, weil hier habe ich meine Ruhe. Und dann gehe ich die jetzt hier einmal noch durch, damit ich die weiß. Also so zweimal oder so gehe ich die noch hier durch, damit ich die halt weiß für morgen. Und morgen gehe ich die natürlich auch nochmal durch oder so, dass die halt perfekt sitzt und dass ich mich auch nicht verreite. Also das wäre ja echt schlimm. Aber jetzt werde ich die mal durchgehen. Okay, hier ist A. Hier ist A. Nein. Hier ist A. Dann komme ich hier an die Rippen. Nein. Wo galoppiere ich? Wo galoppiere ich? Okay, ja. Hier ist A. Hier. Halt. Füßen. Wechseln. Mitteltrab. F, B, Schulter herein. B, Tour 8 Meter, Traversale nach links bis G, C, linke Hand, wechseln, A, 4 Tritte rückwärts, daraus antragen, man kommt Schulter rein bis E, E-Tour 8 Meter, Traversieren nach G, bis G, nach rechts, dann kommt C, Schritt, M rechts um, dann kommt eine Schrittpirouette nach rechts, dann kommt eine Schrittpirouette nach links, dann wechselt man zu P im Mittelschritt, dann galoppiert man oben bei A an, dann kommt bei V eine 8 Meter Volte, dann geht man bei E rechts um, macht bei X einen Übergang, geht bei B links um, dann bei R ist es, glaube ich, eine 8 Meter Volte. Dann wechselt man. Mittelgab. Einfach wechseln. Mittelgab. Einfach wechseln. Mittelgab, die lange Bahn. Oben dann wieder verkürzt und bei auf die Mittellinie. Ich kann sie. Geil. Ich bin jetzt nochmal im Bad. Ich habe gerade nochmal ein bisschen an meinem Handy, Instagram und so durchgeguckt und Snapchat und alles Mögliche. Und ich bin jetzt im Bad und werde nochmal im Bad und werde jetzt meine Zähne putzen. Und deswegen mache ich das jetzt mal. Ich stelle dich jetzt mal hier hin. Oha, das ist cool. So was soll ich schon immer mal haben in meinem YouTube-Video. Okay. Sieht man mich? Hä? Nee, dann muss ich ja so. Ich muss mich kleiner machen. Das mache ich jetzt. Lala, fertig!
mich hier sogar extra eingeschlossen, wo ich meine Zähne geputzt habe. Weil wie ihr hört, ist Mama und meine Schwester und die immer sehr laut. Und jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, was die so machen. So Leute, ich habe mich jetzt hier gerade nochmal ins Bad versammelt. Denn draußen machen meine Schwester und meine Freundin, die Emma, also unsere TT, und meine Mama, die sind irgendwie richtig laut, weil die machen was am Handy und das ist richtig lustig. Und bevor es jetzt hier keinen Abschluss von dem Video gibt, werde ich mich jetzt von euch verabschieden, denn ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Unsere Prüfung morgen, also das heißt am Sonntag, ist um 15.30 Uhr, also die beginnt um 15.30 Uhr, also wir haben den ganzen Morgen noch Zeit. Und ich werde jetzt schlafen gehen, während die anderen noch irgendwas Lustiges am Handy machen, aber ich probiere einfach währenddessen zu schlafen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht oder keine Ahnung, ob ihr gerade Mittag, Morgen oder auch Abend habt, ich weiß es nicht. Je nachdem, wann das Video online kommt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Video. Bye!